Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier auf dem Marsch. Heute fahren wir mal unsere Milch verkaufen. Dazu fragen wir erstmal den globalen Markt an, ob da entsprechende Nachfrage herrscht. Das heißt, Lenkrad nicht richtig aktiviert. Macht nichts, wir fahren so. Dazu fahren wir ganz kurz rüber. Wir haben klugerweise den globalen Markt am Hof gebaut. Gibt es ja hier entsprechende Trigger und Flüssigkeiten, dann ist er hier beim grünen Fass und stellt hier so rein. Kurz abstellen und dann werden wir hier ganz kurz auf R gucken. Und was haben wir drin? Wir haben Hafer, Sojabohnen, Dünger, Mist, Diesel, Wasser, Gärreste haben wir auch. Aha, Milch, oh, Milch ist nicht gut. Milch ist 1006. Was haben wir da an? Bei mir im Preis im Lager, also an Milch. Wir wollen ja trotz alledem Vollmilch ist ja jetzt ein Produkt. Das können wir noch nicht bauen. Machen. Wir können nur Milch verkaufen. Gibt so viele Früchte, dass ich es nicht finde. Ende soll es aber nicht sein. Das normale ist es Milch. Birne, Kirsche, Apfel, Kies, Sand, Kompass, Hirse, Kalk, Schweinefutter, Gärreste, Gülle, Mist. Müssen da Milch. Ja, der kostet 1002. Also, dann werden wir hier verkaufen. Ne? So. Gut. Macht er jetzt nicht. Das heißt, wir müssen ganz kurz wieder rein und synchronisieren. Milch kostet 1006. So. Drin oder so weit drin. Bitte mal sehen, dass das Symbol kommt. Ah, jetzt geht's. Man muss wie gesagt richtig drin sein und vor allen Dingen, was auch wichtig ist, man muss vorher synchronisieren. Dann geht es ja automatisch immer wieder, aber also am Anfang zum ersten Mal. Warten, bis er hinkommt. Vielleicht können wir hier noch was kaufen. Also ich habe nicht gesehen, was wir brauchen könnten. Ich könnte noch ein bisschen Gerste und Weizen brauchen. Dann könnten wir das unsere Brauerei aktivieren. Ne? Hopfen. Ja, Hopfen fehlt ja auch. Hopfen fehlt ja. Das können wir hier aktuell nicht kaufen. Das wird auch LS19 glaube ich auch nicht funktionieren. Aber das ist tragisch, wir haben ja hier Hopfen für Bier und da verkaufen wir Bier. So, die Aussaat läuft auch noch. Der ist fertig. Dann ist entsprechend alles. Läuft noch. Gleich leer. Das Spiel reagiert verzögert. Gut, macht nichts, kann man nicht ändern. Oder was ist das nicht daran, dass ich gleich am Ton meiner Software entsprechend verzögert höre? Kann auch sein. So, Milch. Wir werden jetzt hier mal eine kurze Nachfrage mit dem Preis, wie viel alles kaufen will. Ja, maximal. Ne, und bestätigen. Zurück. Das ist nämlich drinne.
gekauft. Schauen wir gleich noch, ob wir hier noch Schulden haben. Ja, die zahlen wir gleich zurück. Übrigens ein Teil davon. So. So. Dann gehen wir gleich rüber zum... Ja, hier scheint man nicht zu stimmen, also... Da ist wohl fertig. Da nicht. Das könnte man gleich bereit machen für Mais, ne? Entlassen. Weil ich vergesse den ja wieder und dann haben wir... Oder mache ich mindestens ein Feld nochmal mit Mohn? Hopfen? Ja. Wie machen wir auf der 1 Hopfen rauf, ne? Sonnenblumen. Ah, hier machen wir Mais rein. Tabak. Aber nicht hier. Ach, Lenkung geht ja nicht. Ach, Mensch. Oh, Tastatur. Ja, das wird so, wenn ich jetzt theoretisch auf dem Spiel rausgehe und wieder rein, hat sich die Lenkung meistens verabschiedet. Haben wir zu Feld 1 und werden dann entsprechend Mais aussehen. Wir können auch die 14 nehmen, ist egal. Beide Felder sind, naja, gleich groß nicht, aber nehmen Sie die 4. Mais wird früh ist normalerweise. Das braucht Mais mit Temperatur. Ich glaube mehr wie. Mais braucht 10 Grad, da werden wir noch ein bisschen warten. Hopfen war bei 5. Nehmen wir nicht so ernst, ne? Aber Mais haben wir warten. Aber meistens sind sehr früh, also 4 Grad, also 6 Grad Differenz, das ist schon Risiko, ne? Fangen wir hier so hinten und dann warten. Hier mal nacharbeiten. Bin ich. Ich vergesse mal wieder, also. Warum hat er das schon nicht gemacht? Komplett merkwürdig. Logisch. Und Gas. Ja, und den ganzen Bahn hat er im Prinzip vergessen. Aber gut, was soll's, ne? Da noch was nachzuarbeiten? Sieht bald so aus, ne?
Ja, ein bisschen. Das machen wir mal gleich. Auch gleich. Schauen an der Ecke, meistens da auch noch was. Den Timer nicht aktiviert, ist immer gefährlich, wenn zu lang wird. Ne? Also ein bisschen länger ist okay, zu kurz ist auch blöd, aber es sollte um die 18 Minuten sein ungefähr. Dann haben wir alle Zeit und wir können. Jeder andere kann dann mal was anderes schauen, ne? So, da kann man so nicht durch. Das ist zu schlank. Und da ist quasi auch noch was. Können wir gleich hier auch mal nacharbeiten durchführen, ne? Und dann können wir auf einzelne auch Hopfen aussehen. Dürfte noch reichen. Vollgas am nächsten Ecke, dann haben wir die Aussaat auch erledigt. Auf der Ecke jedenfalls. Das werde ich noch tun, weil ich habe mir ein paar Pfützen fehlen, ne? Das ist äußerst ärgerlich. Die Arbeit nicht fertig machen können, ne? So. So, Gas geben. Ja, der Frühling ist jetzt voll da und ja, Sommer kommt bald. Das heißt, morgen wird groß die Grasernte anfangen, also ingehen und alles schön reinfahren. Und ja, Heutrocknung oder direkt auf dem Feld trocknen, mal sehen. Wenn das Wetter passt, können wir auf die Trocknung verzichten und können komplett direkt auf dem Feld trocknen und dann schauen wir, dass wir da entsprechend
Ach, die stehen an Reihe und Glied, ne? So, dann fahren wir gleich ran zur Düngerproduktion und dann kommen wir gleich mal am Dünger nachfahren. Da werden wir auch Schwatten mähen und dann haben wir gleich erledigt. Ja. So, Feld 1 und dann geht los. Ja, die beiden Bäume durch. So, dann mal ganz kurz berechnen. Kurz löschen, ne? So, ja, 3 ist gut. Nehmen wir 2. Ja, scharf machen wir nicht, also mit Dauer dabei sein. Hier die Ecken hier, da sind Bäume ungünstig. Uhrzeigersinn. Einstellen. Tja, dann ist auch wieder erledigt. Ne? So, Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Die heutige Folge. Das heißt mal tschüss und wenn ihr mitgehört, ciao. Nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, also, seid super. Jeder, der mal durchhält. Bis zum Schluss. Mal tschüss. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.